Ich bin wieder zurück aus meiner kleinen Pause und es geht weiter mit Dark Age of Camelot auf den Iron-Servern und in Greedenau. Für alle, die dazugekommen sind, ich bin mit dem Necro unterwegs und habe hier meinen kleinen Twink, den ich hochlevel. Ja, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle direkt weiter, ne? Ghetto-Hamster, wolltest du jetzt hier auch hochkommen zum Spot oder dich anschließen? Weil du fragtest, wie man hier hinkommt, wie das nochmal war. Wie habe ich das jetzt zugemacht hier, ne? Ah, so, besser. Komm, dann machen wir die Map auch noch auf, dann sieht man das ein bisschen besser, wo ich hier bin. Oh. Oh, schlag zu. Ja, richtig was los wieder, meine Güte. Ich bedenke, dass ich normalerweise den ganzen Spot holen kann hier. Er konnte zumindest mit dem anderen Necro. Also mit dem Alt, mit dem Oldschool Necro. War das drin? So, 2 Sekunden noch. Jetzt geht's. Sehr schön, sehr schön. Da hinten geht's weiter. Die kennen das schon, die brauchen das. Hallo? Komm weg. Habe ich gut getroffen oder was? Weggehen, wenn es noch geht. Also mit Selbstheilungskräften hat er es nicht, ne? Der lässt das, also mich halt er voll, aber sich selbst überhaupt nicht irgendwie. Na gut. Kann damit leben, er muss damit leben. Dann muss ich das wieder machen, ne? Warum mache ich das eigentlich mit der Maus? Ich habe da eine Tastatur, so. Na, alles mit der Maus hier. So. Siehste. Bis auf Target nehmen kann man doch eigentlich so ziemlich, also wenn es dann weitere Targets sein sollen, die jetzt nicht im in Tab Range sind, dann müsste das eigentlich auch komplett solo gehen, ohne Maus in die Hand nehmen. Da jetzt zum Beispiel Tab, das geht sogar, ist in Tab Range. Reicht. Gut. Irgendwas muss ich noch machen, dass ich meine Endo schneller wieder kriege. Entweder Endo-Pots basteln oder keine Ahnung, irgendwas muss ich machen.
Level 11 ist es immer noch. Ja gut, der hat ja auch vorhin ein bisschen was eingebüßt, ne? No enemy target in range. Achso. Das war das mit der... So, da komme ich gar nicht dran von hier. Okay, deswegen. Jetzt aber. Hat er nicht gesehen hinter der Säule. Hat's ja gut versteckt, muss man ja sagen. Nur das Namensschild hat rechts und links rausgeguckt. Warum? Warum? Ich will dich. So, jetzt geht es langsam auf die Maler, ne? Wie war das? Formwechsel? Auf die da, ne? So, Mana schon fast wieder voll. Sehr schön. Und wieder zurück. Hätte ich, dass der auch mal seine Form wechselt. Der passt sich immer an. Je nachdem, was für eine Form man selbst hat. Waffe raus. Los. Unglaublich. Oh, Damage-Schild neu machen. Das wäre nämlich jetzt in einer Minute weg gewesen. Da. Oh. Erwischt. So, der Kleine hat noch zwei Bubbles bis Level. Bis Level up. Wir überlegen, ob ich den auch irgendwie anzeigen kann hier, aber ich glaube, das wird etwas schwierig, da die Erfahrung noch mit anzuzeigen. Los hier. Oh. Drückt die ganze Zeit auf der falschen Taste rum. Wundert mich, warum er seine Waffe nicht rausholt hier. Aber geht doch. ich bin mal so frei und nehme mal kurz hier die längste Paline der Welt. Lecker. Doch. Oh, wenigstens mal so ein bisschen Geschmack im Mund gerade. Ich
Kelly? Wie, Kelly, Kelly. Du musst nach Süden raus. Du musst nach Süden raus. Am Fluss entlang. Und dann abbiegen Richtung, Moment. Westen. Siehst du bei mir die Map? Ich habe dir mal die Greedenau Map aufgemacht. Da siehst du dann genau, wo ich stehe. Komm. Hallo. Und Level 12. Juhu. Läuft, würde ich sagen. Wieder ein bisschen näher rangehen. Ich habe den durch das Fileretzen immer weiter nach hinten, weiter nach hinten, weiter nach hinten. Irgendwann steht er in Clifton. Apropos Clifton. Er müsste, weil der ja jetzt hier quasi dem Killen beiwohnt, bei den Skeletten, müsste er normalerweise eigentlich die also Clifton auch freundlich haben. Das müsste normalerweise funktionieren. Kann man auch relativ leicht feststellen. Und zwar laufen hier diese Jallen rum. Irgendwo hier. Da. Wenn man die anklickt, Cliffjall, da ist friendly. Und für ihn sind die, keine Ahnung, vorausgesetzt, er lässt sich noch bewegen. Ja, tut er. Sind die, ich muss mal eben schauen, neutral schon mal. Aha. Ich stell mal kurz mein Twink zurück, Momentchen. So, hab ich denn da? Was hab ich denn da? Dark Sarah. Ja, dann, Moment. Wo ist denn hier einladen? Da. Willkommen. Bund der Drachen. Ja, guck mal. Und du wolltest jetzt mitmetzeln, ja? Okay. Dann lass uns mal was niedermähen hier. Ich weiß nicht, ob der Priester dich auch mitheilt. Das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall wirst du immer Besuch bekommen. So, ne? Weil wir jetzt ja quasi schon zu viert in der Gruppe sind. Der zählt irgendwie mit. Cool. Sehr schön. Warum geht das noch nicht? Ach so, Target is too far away. Der andere Necro hatte eine größere Reichweite irgendwie. Was ist denn hin? Komm, ich lutsch dich aus. Dann ist super. Schade, dass das keine Mana bringt, was ich hier mache. Verbraucht leider nur Mana. da ist noch einer. Oh, ein bisschen hier in den zwischen die Säulen gehen, dann geht das auch. Du hast mich wahrscheinlich so ein bisschen zeitversetzt, ne? Zeitversetzt, ach, da kommt wieder einer angelaufen hier. Zack.
echt irre. Ja, was so ein bisschen, sag mal, was so ein bisschen Support bringt, ne? Das ist echt der Wahnsinn. Du merkst richtig, wie es dann schneller funktioniert hier alles. Ich glaube, aufgrund der Mana, des Mana-Verbrauchs, den ich jetzt habe, sollte ich die Form wechseln. Geh mal hier auf die Spirit-Form und versuchen wir das mal so, weil dann stellt er nämlich, ach, jetzt meine Mana ganz alle. Ah, stellt aber wesentlich schneller Mana her. Weiß zwar nicht wieso, jetzt so langsam, doch, einen großen Sprung stellt er Mana her, sehr gut. Cool, wir haben den Spot gleich leer. Das ist doch so krank, ne? Ganz weiter. So, schlägt er denn jetzt auch zu mit dem Schwertchen? Nein, ne? Sechs Sekunden, zwei Sekunden. Jetzt geht's. Cool. Die nächste bitte. Die nächste läuft durch. Ah, guck mal, da lebt wieder einer. Also ich habe mein Pet auf Aggro gestellt, ganz bewusst, weil er sonst ewig lange wartet, erst bis der bei mir ist, bis er überhaupt mal was macht. So kann er sich wenigstens ein bisschen nützlich machen. Ups, jetzt wieder einer. Ha. Solange die Solo wiederkommen, werden die auch Solo gepullt. Das ist das Gute. Zack, der ist weg. Wahnsinn. Jetzt geht's aber schneller aufwärts irgendwie. Ich hatte mit einem Buffbot hier den hochgebufft mal. Das hatte ich halt gestern Abend noch kurz ausprobiert. Und ich kann nur sagen, dass das eine ganz böse Nummer ist. Der castet so schnell, die kommen überhaupt nicht an. Also auch zwei nicht. Du hast also Zeit zu wechseln und den zweiten auch noch wegzumachen. Sah jetzt aus, hätte ich den angesprungen, oder? Ich muss den Kleinen mal wieder bewegen, glaube ich, so. Was ist denn jetzt? Der ist gleich schon wieder, hat gleich schon wieder Level Up. Ist zumindest, sind für den die Klippenjallen auch schon mal neutral. Das heißt, der kann das nächste Mal von Diogel aus auch fliegen. Bis nach Clifton. Irgendwie alles alle, wohl? Wir brauchen einen größeren Spot. Ah, es gibt mir Zeit, einen Schluck Orangensaft zu mir zu nehmen. Ach, da ist einer hinter der Säule. Fräulein, kommen Sie mal hinter der Säule hervor. So.
Oder denn? Kann ich die Form zwischendurch wechseln? Wenn die noch ankommen, kämpfe ich halt mit dem Schwert weiter. Geht das? Nun? Hast du den eingeladen? Ich glaube, der hat keine Einladung. Ja, Bier, das wäre auch noch was. Aber nicht, nicht live vor der Kamera hier. Das gönne ich mir später. Vielleicht noch ein Bierchen. So, guck mal. Nicht getroffen, nicht getroffen, nicht getroffen. Lage. Genau. Aber noch vornehm ausgedrückt. Im Ruhrgebiet fängt das Wort Trinkgelage normalerweise mit dem S an. Wieder Mana tanken hier. Wieder leer geschossen. Hat mein kleiner Aran eigentlich schon mal irgendwann wieder geheilt? Ich glaube, der hat gar nicht geheilt, ne? Immer. Lass uns mal ganz kurz ein Stück aus dem Spot gehen. Die Splitter kommen nämlich gleich wieder. Und ich werde mal kurz einen anderen Charakter hier wo ist er denn? Das ist entweder der oder der. Ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Das ist, glaube ich, ein Caster gewesen. Ich glaube, der Dämon ist, glaube ich, der sinnvolle. Mach mir mal kurz einen Dämon. Juhu. Auch wieder auf Aggro stellen. So. Wenn er sowieso nicht heilt, also nicht zum Heilen kommt, dann brauche ich auch keinen Heiler rumlaufen lassen. Der macht ja weniger Schaden wie er hier. Die Splitter kommen mit leichter Verzögerung, kann das sein?
Immer so dreist. Ich hole mal einen da hinten weg. Der Text ist auf jeden Fall schon wieder gekommen. Hol mal kurz den einen da weg. Hallo. Wo seid ihr denn, die kleinen Splitterchen? Kommt, kommt. Hier heißen sie ja Splinter, nicht Splitter. Deutsch hießen sie ja Splitter. Tut sich nichts. Erst wollen sie nicht verschwinden, dann wollen sie nicht wiederkommen. Unglaublich. Unglaublich. Wenn ich jetzt von dem her weggehe, dann kommen sie bestimmt wieder und überrumpeln den. Da warten die doch nur drauf. Die Splinter sind, ich weiß es leider nicht ganz genau. Ich weiß, dass irgendwo an irgendeinem Platz auf dieser Ebene ein Event startet. Das ist immer so ein Event, das kommt alle paar Nächte, kommt das mal. Und da erscheint irgendwo, erscheint ein Mob, glaube ich. So, er hat Boss-Mob und das muss man dann wegmachen. Da gehören die Viecher zu. Muss da, glaube ich. Ich habe das mal gelesen. Ich habe das aber noch nie gesehen, das Vieh. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich glaube, du musst so und so viele von diesen kleinen Viechern irgendwie wegmachen, damit der schwächer wird. Und dann kannst du den, glaube ich, killen oder so. War das, glaube ich, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Hol mal da was. Umstehen ist langweilig. Wird allerdings der Kleine ist gleich sichtbar, weil wir die so herangepult haben hier. Das heißt, ich muss den gleich erstmal wieder ahnen, wenn der Mob platt ist hier. Wieder unsichtbar. Momentan scheint Frieden sein. Ich hole da mal was. Guck mal, was hier hin. Cool, hat sich nicht enttarnt auf die Entfernung. Not bad. Ich glaube, als Minne hast du wahrscheinlich einen besseren Stealth wie er. Oder hast du 0 auf Stealth geskillt? Noch keiner da. Komisch. Es ist aber auch keine zweite Ansage gekommen. Also normalerweise kommt erst der blaue Text, dann kommt der blaue Text nochmal und nochmal und dann erscheinen, oder vielmehr zweimal und dann erscheinen die Viecher. Aber jetzt tatsächlich nur einmal gekommen. Cool.
Der ist ja cool. Warum habe ich den nicht von vornherein genommen? Der macht die alle weg. Mega. Normalerweise siehst du diese Splinter auf der Ebene irgendwo rumrennen. Schemenhaft. Ja, dann werden die wohl nicht kommen, schätze ich mal. Gut. Machen wir den Spot weg. Wenn, dann kriegen wir das ja auch hier mit. Die erscheinen ja auch mitten auf der Ebene. Und wenn der kleine platt ist, dann glaube ich, hat er unten. Was soll's. Hol ich halt mal kurz den Cleary. Passiert das so? Boah, Schock. Die Heilaura hat mich gerade erschrocken ein bisschen. Ah, da ist er. Komm mal hier hin. Nein, nicht. Lass ihn in Ruhe. Ja, da. An der da. Oh, yes. Unglaublich. Tummeln sich aber jetzt auch wirklich alle hier um den Twink, ne? Also das ist doch nicht normal. Und der Junge war da auch noch weg. Läuft wieder einer? Wieder enttarnt hier. Mein No One Else. Leider waren die besten Namen schon vergeben. Nobody. No One. Schon vergeben. Ich denke ja immer an die Killmeldung halt, die erscheinen, ne? Ich tarn den wieder. Ich denke immer an die Killmeldungen, die erscheinen. Und bei den Killmeldungen, da ist er. Ups. Bei den Killmeldungen habe ich dann, würde dann halt jetzt stehen, was killed by no one else. Ganz gut Schaden hier, der Kleine. Ui! Fixt und zugenäht. Was war das? So. Cool.
Die Animation hatte ich schon komplett verlegt. Einer. Auch ohne Spot genug zu tun, ne? Da steht wieder einer. Die ganze Ebene ist jetzt der Spot. Schön. Jetzt ist momentan Ruhe, schön. Fragt sich nur, wie lange. So, geht wieder noch nicht. Okay, noch. 3 Sekunden, 2 Sekunden, jetzt geht's wieder. Mach das weg, so ist schön. Sind die schwer zu sehen, die Viecher? Nächste bitte. Noch einer? Nein. Wächst und zugenäht. Noch einer. Boah. Die mögen den nicht, glaube ich. Naja. Bleibt er erstmal liegen, wa? Am Ende der Nacht wird er wieder aufgehoben. Gleiche Schriftfarbe. Kann ich. Sorry. Big sorry, lieber Taraxin. Aloha erstmal. Mal ein bisschen runterscrollen hier wieder. So, jetzt sehe ich den Text auch ganz. Um des Himmels Willen. Ja, wenn du den Necro nicht buffst oder mit dem meintest du, ne? Dann läuft das. Läuft das etwas besser. Stell mir gerade mal vor, ich würde das Pet hier durchbuffen, den Necro durchbuffen. Da könnte man, glaube ich, übel was mit reißen.
Weil der halt AE-Schaden macht, ne? Hin? Habe ich das richtig gelesen? Moment. Doch. Vibe hin. Ja, danke für dein Follow und willkommen hier. Genau. Wie geht es? Wie steht es? Haben wir wieder ein paar Splinter hier. Ich möchte noch ein paar killen. Die haben einen kleinen gekillt. Da zum Beispiel. Die haben es verdient. Dass man sie in Massen ausrottet jetzt hier. Die Splinter. Toll. Erst tauchen sie in Massen auf. Kill meinen Kleinen. Und jetzt kommen sie nicht mehr. Da hinten steht noch einer, ganz hinten am Ende der Wiese. Lungert noch einer rum. Auch noch einer am Stein. Und da kommt noch einer durch den Stein. So. Mein Pet mal wieder auf Aggro stellen, ne? Oh, gut. Was soll's. Ungewohnte Geschwindigkeit. So eine Mine alles drauf hat. Ausnahmsweise fühle ich mich nicht wie auf dem Boden festgeklebt. Juhu. Ja, wenn das Tagesgestirn gleich hoch genug am Himmel steht, dann wird er wieder erweckt hier. Mal hier ran, attack mal hier, los. Mach mal ein bisschen AE hier. Juhu. Der nächste bitte. Juhu. Noch einer. Ja, Massenvernichtung. Würde ich sagen, in dem Fall. Blinder Vernichtung. Im anderen Fall. Action! Komm, ich will dich. Hey. Den. Hey, hinten. Too far away, too far away. Die wollen mich doch natzen.
Eine Rache wird erst vollendet sein, wenn alle Splitter tot sind. Oder die Spawn. Die Rache des Yashio. Der war übrigens Namensgeber für den Kanal sowie für den Namen, den ich hier benutze und so. Dieser Charakter ist Namensgeber. Den schleppe ich quasi seit meinem ersten MMO mit mir rum. Ich kann das auch. Mach's mal so. So, wie sieht's denn aus hier? Immer noch welche da? Oder können wir dann wieder hinstellen? Laufen immer noch rum, ne? Ja. Aber ich glaube, wir können wieder hinstellen. Die sollten gleich weg sein. Ich logge mal kurz um. Bin ich wieder da? Das sieht ja mal so lustig aus, wenn du gerade wieder einloggst und du denkst, der ist gerade erst umgefallen. Irgendwann fürs RVR perfekt getan, ne? Eigentlich mal Heilkleri. würdest du mich wieder in die Gruppe einladen, bitte? Ich glaube, du bist oder bin ich? Warte. Ich bin Leader. Oh, ich bin Leader. Kurz wieder ändern hier. So geht das. Nee, ist ja erstmal egal, welche Form, ne? Und wir hatten den kleinen Dämon. Cool. Dann, ich müsste noch mal ganz kurz wohin. mir ist mein Getränk ausgegangen. Irgendwann kriege ich einen trockenen Hals hier vom Quatschen. Deswegen würde ich noch mal ganz kurz AFK gehen. Ich bin in 2-3 Minuten wieder da. Bis gleich.